ein Bombenfeldaufgang, das Ding. Wirklich. Also, ich weiß gar nicht, an welchen Stellen ich euch überall hinfahren soll, um zu zeigen, wie geil der Feldaufgang von diesem Ding ist. Moin Leute, herzlich willkommen zu dieser schönen neuen Folge. Wir sind in der Herbstaussaat, wir sind am Weizendrillen. Ich war ja Maishäckseln war ich. Und da hat Detlef die Gerste fertig gedrillt. Jetzt sind noch 40 Hektar Weizen offen. Die haben wir jetzt heute Morgen fertig geworden mit Grashäckseln. Und ich habe jetzt Detlef heute Morgen schon losgeschickt, gesagt, fahr mal nicht Transport mit, bau mal gleich um. Und ja. Ich habe natürlich nicht die Möglichkeit, so schöne Direktsaat zu machen oder so, sonst Direktsaat wäre jetzt hier meine erste Wahl. Ich mache jetzt hier mein Standardverfahren, wir grubbern aber nicht tief, 15 cm. Mit weniger kommen wir nicht richtig klar, dann wird es nicht richtig schön eben. Und dann kriegen wir keine gute Saatgutablage, haben wir uns schon viel umher experimentiert. Mal gucken, wo wir die Saat hier finden, das sieht fast ein bisschen tief aus. Kann auch sein, dass er hier noch nichts... Doch, hier muss was kommen. Ich muss ja gleich mal mit Detlef einmal gucken. Eigentlich müssen wir hier schon was sehen. Und ich gucke gleich einmal mit Detlef nach, wie tief er das abgelegt hat. Nanu. Das ist immer das, ne? Eigentlich müsste man schöne rote Weizenkörner sofort finden. Wir drillen jetzt 350 Körner auf dem Quadratmeter. Das gehört schon ein bisschen zur späteren Saat bei uns. Noch nicht späte Saat, aber spätere Saat. Da ist es. Hier an der Seite. Da können wir ruhig ein bisschen flacher machen. Da können wir ruhig flacher machen. Klar, die lose Erde, die geht ja weg, aber da können wir ruhig flacher machen. Das sind so 3 cm. Wir können auch ruhig ein bisschen auf 2, 2,5 gehen. Das ist natürlich schwierig. Hier ist jetzt ein bisschen sandigerer Boden, hier geht es ein bisschen tiefer. Dann kommen wir natürlich noch ein bisschen in härteren Boden rein, in festeren Boden. Dann drillen wir wieder flacher. Ja, das ist schwierig, aber ich finde da nichts. 350 Körner auf dem Quadratmeter waren wir. 350 Körner sind aktuell hier 173 Kilo bei der Sorte. Und 173 Kilo auf dem Hektar und Sorte ist LG Accent. Accent soll ein Qualitätsweizen sein, der auch gut auf trockenen Standorten performt und dann, ja los, dann soll er das doch jemand zeigen, da ist das. Ein bisschen tiefer, ich werde da mal ein bisschen flacher mit ihm machen. Und ja, ansonsten habt ihr auch eben gesehen, wie tief wir ungefähr grubbern, ne? Also hier ist schon harter Boden jetzt. Also ist gar nicht viel, sind 10, 15 cm, die wir dort ablegen. Wir haben hier gescheibt, wir haben festgestellt, wir müssen scheiben, wir kommen nicht drum rum, weil ansonsten sind diese Wurzeln so derbe, dass wir da richtig große Rosen mit rausreißen und das richtig so ja, zu schlechter Saatgutablage führt, weil überall da, wo so ein Büschel Wurzel rausgerissen wird und wird umwöltert, so, ne, haben wir da einfach schlechte Saatgutablage. Also, weniger als das, was wir jetzt machen, können wir leider nicht machen. Nicht mit diesem Gerät. Ich muss noch mal mit Kleinen telefonieren. Die wollten auch vielleicht noch mal ihre Drillmaschine noch mal vorbeibringen. Geile Drillmaschine. Und dann gucken wir uns gleich jetzt noch mal den Weizen an, den wir gedrillt haben. Wir machen das jetzt erstmal flacher. So. Jetzt haben wir es ein bisschen flacher abgelegt. Und was natürlich auch die Tiger drin macht, hier dieser Erddamm, der hier so ein bisschen rumfließt, habe ich schon im letzten Video gezeigt. Das ist leider so. In jetziger Situation würde ich nicht nochmal eine Tigerdrill kaufen, sondern ich würde mich wohl eher... Also ich vor 4 Jahren würde eher eine Kleden kaufen. Aber irgendwie findet Hannes kein Saatgut. So, hier in der Ebene müsste es eigentlich liegen. Ist doch nicht die Möglichkeit, Leute, dass Hannes hier kein Saatgut findet.
Ich meine, wir haben jetzt hier Weizen. Das ist ja nicht mal Raps oder sowas. Ich muss mal gucken. Detlef hat bestimmt den Ablageschieber mit. Dann kann man mal schön die Ablagetiefe kontrollieren. Da. Da ist das Korn. Immer noch viel zu tief. Ja, genau hier in der Ebene ist es. Da müsste es ja hier ungefähr das nächste kommen. Da ist das nächste. Hier sind die nächsten. Ja. Wir müssen mal gucken, ob Detlef einen Ablageschieber drin hat, aber dann müssten wir es nochmal flacher machen. Das ist immer noch zu tief. Obwohl, na, das könnte fast jetzt so richtig sein. Man darf diesen lockeren Boden auch immer nicht so. Ja, 3 cm sind es trotzdem. Ich hätte es gerne so bei 2 bis 3. Die Ablagetiefe ist halt entscheidend. Man sagt, so tief wie nötig, so flach wie möglich. Da gibt es aber Grenzen. Ich habe halt festgestellt, auf meinem Standort ist die flache Ablage. Also im Herbst sagt man eigentlich, Mensch, wenn so spät Zeit ist, also wir sind ja schon spät. Also viele drillen die normalerweise bei euch in südlicheren Regionen erst im Oktober. Das ist aber auf meinem Standort, unsere Region, schon Spätsaat. Weil wir sind halt kühler, wir haben nicht mehr so viel Licht am Tag. Dadurch wächst das bedeutend langsamer. Also eine Frühsaat fängt bei uns im Weizen an, 5. September. 15. bis 25. September ist Normalsaat, danach kommt die Spätsaat. 15. Oktober gehört schon zu der sehr späten Saat und November ist eine extrem späte Saat bei uns. Und im November ernten wir auch nachher so 2 Tonnen weniger als in der frühen Saat zum Beispiel, weil es einfach zu wenig Vegetationszeit ist. Dann kommt da nochmal ein Blatt raus und das war's dann. Und ich habe einfach festgestellt, wenn wir es so flach ablegen, dass wir dann Probleme haben mit Kahlfrösten. Also wenn wir so auf 1 Zentimeter das Ganze ablegen oder so, kriegen wir echt Probleme mit Kahlfrösten. Und das wollen wir einfach nicht. Wir wollen, dass der Weizen da schön rauskommt und im Prinzip auch schön winterhart ist und bleibt. Wir haben jetzt einen Teil, haben wir breitere Schare drauf und einen Teil Mulchmix-Schare. Wir haben so ein bisschen über die Jahre noch von allem so ein bisschen was. Und das wollen wir jetzt erstmal ein bisschen aufbrauchen. Momentan kosten Schar um die fast 200 Euro für diesen harten aufgepanzerten. Und ja, funktioniert trotzdem gut. Da ist es. Da ist das Korn. Können wir jetzt hier reinstecken. Das Ganze gibt es hier übrigens von Querneland. Das ist ein bisschen kleiner als das von Amazon. Also vielen Dank nochmal an die Jungs von Querland. Und wenn wir jetzt gucken, so, drücken auf die Erde, bis das glatt ist, sehen wir hier zum Beispiel 3 cm. 3 cm. Können wir hier vorne nochmal gucken. Hier sieht man natürlich, wenn hier so eine Maiswurzel ist, das ist das, was ich meine. Das sorgt so ein bisschen für Unebenheiten, so wie hier. Ne? Jetzt hat man hier 1-2 Körner oben drauf zu legen. Aber sieht trotzdem gut aus. Das sind genau dann, wenn so eine Kante von den Maiskörnern liegt. Da, hier sind die Körner. Jetzt finden sie auch viel, viel leichter, ne? So, machen wir sie hier mal weg. Da war das Korn. So, und jetzt haben wir wieder unsere 3 cm. Sieht so flach aus, ne? Aus den 3 cm. Und wie gesagt, die obere Erde, die sackt ja noch ein bisschen so. So wird es ja dann nachher ungefähr sein. Und dann liegt es auf 2 cm und das ist dann gut. Da haben wir eine schöne Ablage. So soll es sein. So soll es sein. Weil wir natürlich auch übrigens, wir grubbern und drillen ja in einem Arbeitsgang und man grubbert meistens schräg zur Aussaatrichtung oder zur Hauptrichtung. Zur Hauptrichtung, um die Spuren ein bisschen beiseite zu bekommen, weil man ja immer Erde bewegt. Ne? Man trägt ja immer ein Stück Erde mit dem Grubber. Fährt man immer schräg zur normalen Richtung. Und da wir ja gleichzeitig drillen, drillen wir halt auch schräg zur Aussaatrichtung. Ansonsten könnte man ja auch gerade dazu drillen, aber ja, ist eigentlich auch Jacke wie Hose. Also klar, hier sind ein paar Wellen drin und ihr seht, auch Svenny ist schon schräg zu den Maisstoppeln gefahren. Und wir fahren jetzt einfach hier mit den Maisstoppeln. Könnte man jetzt auch nochmal schräg zu den Maisstoppeln, schräg zur Aussaatrichtung, könnte man auch machen. Aber wir fahren ja im Prinzip eigentlich Control Traffic, das heißt eigentlich immer diese 2 verschiedene Linien auf dem Acker. Immer die Aussaatrichtung, hier Mais, Triptils, alles in diese Richtung. Und immer die Fahrgassenrichtung ist halt die
die jetzt Benni gefahren ist, sozusagen hier diese Gerade. So, da fährt er weg. Also dies hier machen wir jetzt normale Saat. Da drüben wollte ich mal probieren, nur zu drillen. Da haben wir gescheibt und dann nur drillen. Mal gucken, wie das aussieht. Ja, das sind 2,3 Hektar. Da habe ich gedacht, kann man das mal ausprobieren. Es ist halt eine Hauptkultur. Mit einer Zwischenfrucht kann man wesentlich mehr experimentieren. Aber eine Hauptkultur liegt schon... Donnerwetter. Aber in der Hauptkultur liegt schon ein gewisses Risiko. Ich glaube, er hat gerade sich in der Taste verdrückt. In der Hauptkultur liegt schon ein gewisses Risiko. Und da muss das also, da kann man schon ein bisschen raus umher experimentieren. Aber man muss dann auch trotzdem gewissermaßen Anteile bringen, wo man weiß, das funktioniert. Übrigens, vielen, vielen Dank, dass ihr wieder entsprechend gut Duftbäume gekauft habt. Also vielen, vielen Dank. Sie sind wieder ausverkauft. Wir bestellen jetzt noch mal mehr. Und auch werden noch andere Motive kommen. Also das ist das, was sie immer fragt, werden noch andere Motive kommen. Ansonsten schön glatt das Stück. Sieht hervorragend aus. So, wir gucken uns jetzt die Direktsaat an, nach der Novak. Ein Bombenfeldaufgang, das Ding. Wirklich. Also ich weiß gar nicht, an welchen Stellen ich euch überall hinfahren soll, um zu zeigen, wie geil der Feldaufgang von diesem Ding ist. Wir machen mal hier vorne zwei kurze Stücke. Ich habe nicht so viele Zeit. So viel Zeit, unser Textildrucker ist gekommen. Ich muss den nachher nach Hause bringen, nach Hause schleppen, anschließen. Und heute Abend, 17:30 Uhr, hier fahre ich dann weiter, damit wir heute noch die Weizenaussaat zu Ende bekommen. So, zum einen, wir gucken hier vorne mal zur Rapsfläche hin. Wir haben da hinten auch bei dem anderen Rapsstück ist eine Fahrgasse. Und die war auch ein bisschen ausgefahren. Und Alter, da, selbst in dieser Fahrgasse ist ein Bombenfeldaufgang. Ich habe jetzt hier so ein bisschen geguckt, die Tage schon. Ich würde, entschuldigt für die Tür, ich würde pflanzenschutztechnisch hier gar nichts mehr machen dieses Jahr. Also das ist sauber hier, das ist gut durch. Ich würde im Frühjahr noch gucken, was da noch so kommt und dann eventuell ein gezieltes Herbizid einsetzen. Aber ich glaube, ein Bodenherbizid würde ich nicht mehr nehmen. Das ist ja der Vorteil, den wir hier suchen dann, ne? Also wir wollen ja dann mit dieser Maßnahme auch den Pflanzenschutzaufwand reduzieren hinsichtlich anderen Mitteln. So, aber was ihr halt seht, der Feldaufgang ist super. Der sieht hervorragend aus. Auch hier, wo jetzt ein bisschen mehr Grasrosen sind oder so, ne? Überall sind Pflanzen, die entwickeln sich gut. Wenn man hier auf der ganzen Fläche vorbeifährt, ist eine Reihe wie die andere. Auch hier jetzt, wo zum Beispiel die Maschine gefahren ist von der Aussaat. Hier haben wir jetzt zum Beispiel mehr. Hier ist richtig viel Gras. Da wächst es auch hervorragend durch. Ist richtig durchgeschnitten hier. Und hier unter richtig feuchter Boden. Also ihr habt gesehen, da drüben sind wir gerade am Drillen, da staubt das. Ne? Habt ihr auch gesehen, da ist das am Stauben. Da ist dieser pulverige Sand. Und hier gegenüber der Straßenseite, hier ist richtig nasser Boden. Und ihr seht da, wie die Regenwürmer sich das hier alles reinziehen. Also hier ist richtig was in Gang auf dem Acker. Also wenn man da einmal anfängt mit und man fängt an, da richtig mal hinzugucken, dann macht das System hier echt Spaß. Weil das ist so krass, wie sich das alles verändert. Wahnsinn. Dann gucken wir uns da vorne noch das an mit der entsprechenden Handfläche. Und ja, genau. Und dann fahren wir weiter kurz zu den Somnum, zum Mais, zum Raps. Dann ist heute eine Mischung zwischen AKF-Vlog. So, hier sind wir jetzt in der Fläche nach Körnerhanf. Da müssen wir jetzt gucken, hier ist natürlich jetzt auch durch das bisschen Erdbewegung kommt auch noch wieder ein bisschen Körnerhanf. Der ist aber nicht winterhart, der friert weg. Hier, da. Da. Und hier. Der wird wegfrieren. Also den müssten wir jetzt pflanzenschutztechnisch, würde ich erstmal nicht beachten. Der friert raus. Und dann gucken wir uns das. Der wird auch nicht mehr hoch hier eigentlich im Herbst. Ne? Und selbst wenn, sieht es doch trotzdem gut aus. So, wo wir hier Bedenken hatten, war diese krasse Wolle. Hier, ne? Seht ihr? Aber hier ist nicht die Masse an Pflanzen, die da hochkommen, aber auch hier kommen Pflanzen hoch. Aber hier liegen die Körner oben drauf. Da liegen die Körner oben drauf. Hier kommen sie. Aber das ist so ein Bereich, der verwechselt sich. Aber das ist das, was ich meinte. Hier diese Wolle, ne? Da müssen wir gucken. Hoffentlich ist sie auch zum nächsten Jahr Weizenernte weg. Aber ich denke mal schon, wenn jetzt der Winter kommt, dann wird das alles mürbe.
Und dann naschen die Regenwürmer das weg. Die Stoppeln, denke ich mal, die werden auch weggehen. Nicht müssen wir sie im Frühjahr mal runterwalzen, aber ich glaube nicht, dass sie Probleme da geben. Aber auf jeden Fall das, was wir wissen wollten, Feldaufgang funktioniert. Also das funktioniert hier. Hier waren es ein bisschen schwierigere Bedingungen durch die Wolle. Ansonsten relativ freier Boden. Zum Teil war es schwierig für die Novak, zum Teil war es sehr, sehr einfach. Also das kann sie, das kann sie. Der Fahrer hat gesagt, da unten in der Senke mit den extrem langen Stoppeln, sagt er, da war eine Stelle, hat es mal ein bisschen aufgeschoben. Aber ansonsten hat es gut funktioniert. Jo, also hier unsere ganzen Zwischenfrüchte, unsere ganzen Sonderkulturen gingen auch weg. Das Silo haben wir in der letzten Folge siliert, knapp 1000 Tonnen, haben wir in der letzten Folge erörtert, fahren wir jetzt aber einmal kurz wieder weiter, fahren wir zum Mais. Ja, einmal noch schnell euch das Silo zeigen. Wir mussten jetzt einen Teil draußen silieren, unsere Platte ist voll. 1000 Tonnen ungefähr haben wir hier draußen noch hingeschmissen. Und ja, ich stehe gerade hier, zeige euch in der nächsten Folge hier direkt Saatweizen nach Hanf und ist sehr trocken. Also viele sagen jetzt hier, wie sieht das aus wegen dem Boden und so. Das hat hier gerade mal 50% Trockensubstanz. Das ist super leicht, das ist fast Heu. Deswegen, also da treten keine Sickersäfte oder ähnliches aus. Das decken wir morgen früh gleich zu. Nico hat das hier ein bisschen sauber geschoben. Das streuen wir da auf dem Acker, diesen Rand und das hier. Seht ihr selber, ne? Nur mal gucken, ob ich das im Winter loswerde. Und ein, zwei Biogasanlagen. Ich denke mal, da werden schon welche was kaufen. Gas kommt ja raus mit einer entsprechenden Anlage. Gas kommt ja wunderbar raus. Das ist ja nun mal so, wenn man die richtige Anlage dazu hat. Aber ich selber habe einen Arsch voll. So viel Futter braucht er nicht mehr. So, wir geben Gas. Wir sehen uns, wie Hannes da gleich auf dem Acker sagt, in der nächsten Folge. So, ab zum Körnermais. So sieht er inzwischen aus. Ja, jetzt reift er natürlich ab. Ne? Man sieht das jetzt hier so, die sterben jetzt alle ab. Und auch die Lischblätter, die sterben jetzt immer weiter ab. Hier werden trockener, trocknet das richtig aus schon, ne? Und dann öffnet der sich so ein bisschen. Und dann sieht er halt auch hier schon richtig schön hart aus, ne? Aber wir können jetzt mal einmal hier einen Kolben abmachen. Das ist natürlich hier nicht der Regelfall, wenn man ja sieht, wir haben auch hier noch komplett eingepackte. Zack, zack. Und der hier steht natürlich auch vorne an der Kante. Der ist natürlich auch ein bisschen mehr dem Wetter ausgesetzt. Oder der hier, ne? Das ist natürlich auch ein schönes Exemplar. Aber auch der ist noch nicht ganz fertig. Aber wir können nichtsdestotrotz, können wir den mal aufbrechen und können einfach mal eine Probe ziehen. Und dann stellen wir fest wahrscheinlich so, oh, der hat ja schon 22, oh Mann, wir müssen dreschen. Was sollen wir denn als erstes dreschen? Das ist der tägliche Struggle eines Landwirts. So, ich stelle euch mal hier hin, Leute. So, ich hoffe, ihr könnt das mitsehen. Aufbrechen einmal. Und dann müssen wir gleich den einmal beproben. Wir haben ja heute Dienstag und wir kriegen am Freitagnachmittag kriegen wir den Vorsatz. So. Ein Becher. Ja, die fassen sich aber noch sehr unreif an. Zwei Becher. Mensch, auf mein Handy ist ja was los, Leute. Ja. Noch überhaupt nicht hart. Noch überhaupt nicht hart. Ist immer noch so zum Häckseln optimal. Also ich denke mal, zum Häckseln hätte der jetzt so 37 TS oder so. Natürlich die Green-Typen. So, die kriegt Fadi hier für seine Wildschweinchen. Ich glaube aber, ist auch ein bisschen zu viel von den Körnern. Naja. Ja, Leute, das ist noch nichts, Das ist noch ganz weich. Wenn das richtig knackt, muss das richtig knacken. So, wahrscheinlich sagt das Gerät jetzt außerhalb vom Wert oder sowas. Wir haben Mais. Oh ja, mit 30 dreschen schon einige. So ist nicht. Also mit 30 dreschen schon einige, aber wenn der Mähdrescher, wenn der hier dazwischen fährt, vor allen Dingen nachher im Bestand, hat er bestimmt 35. Also, wir lassen ihn noch weiter stehen. Wir haben ja nach wie vor als erstes auf der To-Do-Liste, guck mal, auf der To-Do-Liste unsere Sonnenblumen. So. Körnermaispreis steigt auch gerade wieder. Ich glaube, dieses Jahr ein guter Zug. Klar, Silomais kriegt man auch gut Geld, aber
Ich glaube, das kann sich lohnen mit Körnermais. Zumal man ja auch, man darf nicht vergessen, man lässt ja auch einen Haufen Nährstoffe auf dem Acker zurück. Das ganze Kali und so. Gut, wir führen es ja wieder zu mit den Gärresten. Aber wenn man jahrelang so ein bisschen Siloanbau gemacht hat, dann ist Kali nicht am stärksten verfügbar. Und deswegen kann man auch ein paar Nährstoffe wieder lassen. Zumal ja dieses ganze Stroh, was man zurücklässt, das sind ja Tonnen. Die lässt man ja auch auf dem Acker. Schön als Nahrung für das Bodenlebewesen und für den Humusaufbau. So, weiter geht's. Sonnenblumen. Oh, Leute, haben wir ein Pensum hier heute. Zum Hof muss ich auch gleich schon wieder. So, so sehen sie jetzt aus. Ziemlich trocken schon, schön abgereift. Wichtig ist, hier oben die Köpfe müssen trocken sein. So, das sieht gut aus. Ich habe gerade mit jemandem telefoniert, der sagt, die haben diese Woche auf Rüben gedroschen mit 8-9% Feuchte. Das wäre bombastisch. Also, dann brauchen wir nicht mal mehr trocknen. Wir müssen auch Gas geben. Ein bisschen blöd, dass der Vorsatz erst jetzt am Freitag kommt. Vielleicht müssen wir Freitag noch ein bisschen dreschen. So, ich hole jetzt hier mal ein paar Körner raus. Ich meine, es soll jetzt auch trocken bleiben die ganzen Wochen. Richtig schön. Vor allem durch die schwarzen Köpfe wird das auch richtig warm. Die sind richtig warm hier in der Hand. So. So sehen sie aus. Moment. Entschuldigung für die Kameraführung. So sehen sie aus. So, machen wir ein Käppchen da rein. Noch mal ein bisschen mehr. So. Ich hatte ja gehofft, der kommt irgendwie schon Anfang dieser Woche, der Transport. Na, fühlen sich aber noch sehr nass an bei mir. So, fühlen sich noch sehr nass an. Oh, das ist ja auch eine Ölkultur, Sonnenblumen. Nee, nicht Erbsen, Sonnenblumen. 16,1, oh, das ist noch sehr, nass, muss man sagen. 16,1 ist noch sehr nass. Die fühlen sich auch noch nicht so extrem trocken an, muss ich sagen. Also das derzeit mit 8-9%. Vielleicht sind meine auch ein bisschen später von der Sorte. Aber so ist ja schön trocken. Ich gehe noch mal weiter hinten von der anderen Sorte, welche rausholen. Wir haben doch hier, da sind doch 8 Hektar von der anderen Sorte mit bei. Ich meine, hier ist das auch ganz gut. Sobald der noch grün ist, hier, der ist ja schon blöd, ne, weil der ist schon abknickt. Aber der ist schon schön trocken. Grüne Stängel bleiben halt noch so schön stehen. Wie viele Köpfe hier fehlen, Alter. Wie viele Leute sich hier Köpfe abschneiden kommen. Das ist richtig krass, wie viele das sind. Können wir hier so einen, können wir mal probieren. Aber der fässt sich auch noch nass an. Der Kopf ist auch noch nicht reif. Ne, die sind, man merkt das, die Köpfe sind noch nicht richtig reif. Müssen wir mal sonst gucken, was die Gestreiften sagen. Muss mal aufpassen hier nicht, dass ich mein Mikrofon verliere und hier durchgehen. Ja. Nee, der ist auch noch nicht richtig. Also der braucht er wirklich, wirklich seine 3-4 Tage braucht er noch. Aber es wird ja auch schön, schön trocken bleiben. Aber man hätte ja hier sonst hier durchfahren können. Hier, guck mal. Hier ist eine Sorte von Mars Seeds. Da, das sieht man richtig krasser Unterschied. Die hat 10 Tage früher geblüht. Ja. Ja, die fassen sich schon anders an. So, da holen wir uns jetzt hier ein Becherchen voll raus. Ja, die lösen sich auch ganz anders. Das wäre natürlich geil, wenn man vielleicht nur 1% trocknen müsste. Wir haben kaum Trocknungskosten. So, Moment. Das ist halt schwierig mit der Kameraführung. So. Aber man sieht wirklich, glaube ich, auch den Unterschied so richtig, ne? Das ist eine andere Sorte. Ich glaube, ich tendiere dann lieber zu den früheren. Hauptsache ganz früh reif, damit wir halt kaum Trocknungskosten haben. Und ertraglich, glaube ich, stehen die auch sich nicht so dermaßen nach. Aber das ist halt wichtig. Da kann man öfter noch mal ein 100er pro Hektar rausholen bei den Trocknungskosten. So. So, 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 so. Gehen wir mal hier durch. Oh ja, die hören sich ganz anders an. Seht ihr, was doch so frühere Blüte und so alles ausmacht, ne? Was für ein Unterschied. Oh, meine Frau. 7,4. Meine Frau, wir drehen noch gerade einen Vlog. So, ging es darum, ich habe jetzt
Und bei mir hat ein relativ großer Lohnunternehmer angerufen, der steht jetzt mit einem Jaguar und dem ist der Zylinder an einem Endrohr gebrochen, also oben an der Krümmerklappe. Und er kriegt keinen Ersatz ran, liegt nirgendwo eins. Und jetzt hat er gefragt, ob er sich bei mir das ausbauen kann und kann mir ein neues zurückbringen. Ja klar kann er. Wir sind ja soweit durch. So. Also 7-4. 7-4. Dann machen wir mal telefonieren. Vielleicht kriegen wir ja nochmal das früher hin mit dem Beladen. So. Schnell nochmal zum Raps gucken. Hier im Vorgewände. Ah, sieht so ein bisschen gemischt aus, wo so hier so ein bisschen überlappt mit der Spritze. Was mir aber aufgefallen ist, genau, da ist nochmal die Grenze. Hier ist der Archivar. Es sieht so ein bisschen, dies hier sieht so ein bisschen uneben aus, nicht so schön einheitlich. Ich meine, das ist auch nur hier komischerweise hier vorne. Ich habe ja gespritzt. Hier ein bisschen weiter oben sieht es dann viel, viel besser aus. Wichtig ist, überall sind Pflanzen da. Die entwickeln sich auch jetzt entsprechend gut. Hier sieht man das auch zum Beispiel. Wenn man mit der Spritze hier so rumfährt, dann kommt natürlich im inneren Kreis bei der Spritze mehr Wirkstoff an als außen. Deswegen haben die Pflanzen hier auch ein bisschen mehr zu tun. Und hier hat Hannes anscheinend gefuscht mit dem Gräsermittel. Aber Hannes. Ach, Hannes. Ach, Hannes. So, und das ist mir letztens auch schon aufgefallen, der Adonis. Da möchte ich fast sagen, hat die beste Jugendentwicklung. Also im Schlag, bin ich der Meinung, konnte man eine richtige Grenze sehen. Was man aber auch sehen kann, verrückterweise, ist der im Gegrubberten der Raps, was wir hier so haben. Also hier haben wir immer 4 Meter gegrubbert und dann kommt wieder das Striptill. Also erinnert euch, wir haben ja doch hier diese Spuren nochmal aufgerissen. Der im Gegrubberten ist der Raps immer schlechter als der Striptill-Raps. Und dann sieht er aber auch so komisch fleckig aus, als wenn er irgendwo mal mehr Nährstoffe und weniger Nährstoffe hat. Insgesamt sieht er gut aus. Also ich kann mich nicht beklagen. Das ist wirklich hervorragender Raps. Schöne Jugendentwicklung, auch gesund, ne? Guckt euch den mal an. Aber ist halt, hier ist er gesund, also hier ist er richtig üppig. So Leute, tut mir leid, aber GoPro-Akku alle bei 50%. Verstehe ich nicht. Verstehe ich echt nicht. Also es ist eine Qual mit den Dingern. Aber naja. Also Raps sieht gut aus. Erdfloh hat jetzt auch verloren, weil er halt schon zu üppig ist. Man kann natürlich noch eine späte Behandlung prüfen, weil am Ende auch die Larven überwintern und die den ganz großen Schaden dann letztendlich machen. Und ja, da würden wir einfach mal gucken und da kriegt man auch nochmal Empfehlung vom Pflanzenschutzamt. Wenn man sich da unsicher ist, ob man ja oder nein, kann man sich registrieren bei der ISIP. Bekommt man auch super Informationen und man kann da ruhig auch öfter mal nachfragen. Also die helfen da auch so, wenn man sich unsicher ist oder sowas. Die fahren umher, nehmen nämlich Proben und gucken sich das unter dem Mikroskop an und zählen die Larven. Ja, ansonsten sieht das sehr, sehr gut aus. Was man auf jeden Fall sehen konnte, aber hier auch nicht mehr, ist nur weiter vorne in den gegrubberten Stellen, sieht es schlechter aus. Hier hinten sieht er auch deutlich besser aus. Vielleicht mag das auch damit zusammenhängen, dass das Striptillgerät, dass der Strip nicht richtig ablag, weil er sieht an den Punkten, glaube ich, schlecht aus, wo die Schare die anderen waren, die nicht mehr richtig in den Boden gezogen waren. Und mit dem guten Scharen sieht es dann wieder besser aus. Wir können mal kurz hier gucken bei der Zwischenfrucht. Und dann würde ich sagen, ist das Video vorbei, dann muss ich zum Hof. Habe ich euch gesagt, Somnum 7%. Ich habe da eben nochmal nachtelefoniert. Er sagt, das geht jetzt aber nicht früher oder später. Oh, da haben sie schon Somnum gedroschen. Geht jetzt aber nicht früher oder später. Wegen Transport ist organisiert und ja, müssen wir gucken. Das Wetter soll ja toll bleiben. Dann kriegen wir es trotzdem hin. So, Zwischenfrucht. Gucken wir uns das mal hier an. Hier ist Ausfallraps, kommt da auch noch mit hoch. Das ist aber nicht mein Ausfallraps. Ich hatte hier noch keinen. Oh, jetzt ruft der nächste da an. So, ich will nicht übertreiben, aber ich hatte heute bestimmt schon 30 oder 40 Anrufe. Junge, heute ist was los. Also, wir gehen mal ein bisschen im Bestand rein, gucken uns das an. Sieht ein bisschen spärlich aus, aber ist der Feldaufgang nicht so top, waren auch ein bisschen trocknere Bedingungen. Da hatten wir bei der Gerste natürlich ein bisschen besser, aber es kommt. So.
Aber mir fehlt allerhand. Also die Fasselia, die kommt da sehr, sehr spärlich raus. Da haben wir einen Rettich, da haben wir ein Ramtillenkraut. Der Buchweizen. Da ist ein Perserklee. Eine Erbse hatten wir hier eben auch, aber für Erbse war wahrscheinlich die Ablage nicht richtig. Ist egal. Na, ist egal nicht, aber wir geben uns ja größte Mühe. Das wissen wir ja selber, dass wir da Defizite bei unserer Drillmaschine haben. Aber da, wo es wächst, wächst es ja ganz gut. Aber es ist kein Vergleich zu der nach Gerste. Hier haben wir zum Beispiel eine Wicke. Da sind Wicken. Der Buchweizen blüht jetzt. Und ja, der macht sich ja jetzt gut breit. Also es, klar war das später gedrillt und das macht bei uns im Norden ja wirklich einen riesen Unterschied aus. Ich will euch bloß mal zeigen, wir haben ja hier auch, irgendwo war ich doch hier mit dem Strip-Till-Gerät und hab doch mich da versucht und hab doch gesagt, ich mach mal zwei Bahnen hier für euch. Ich weiß gar nicht, ob das hier war. Das war, da sieht das fast danach aus, weil das sieht so, weiß ich nicht, sieht es anders aus an der Oberfläche oder nicht? Doch, das muss hier gewesen sein. Seht ihr mal, wie wenig Eingriff das im Boden ist, dass man es hinterher kaum findet. Ich möchte meinen, das war das. Das war das. Ja, das ist eine Färberdistel. Sieht gut aus. Wir haben hier übrigens schon Gärreste reingefahren. Das habt ihr auch im Vlog verfolgen können. Guck mal, wie breit der sich denn macht, ne? Der Rettich hier. Oh, das ist aber ein kleiner Pummeliger. Der fängt jetzt erst an, in die Tiefe zu wachsen. Sagen, hier haben wir jetzt auch schwereren Boden. Hier wurde auch bis vor ein paar Jahren noch gepflügt. Es könnte ein bisschen dicker sein. Hier haben wir die Lupinen. Also es könnte ein bisschen dicker sein, ein bisschen mehr Masse wachsen hier gerade die freien Stellen. Da müssen wir noch ein bisschen optimieren. Aber eigentlich war es jetzt genau dieselbe Ausstattstärke wie bei der Gerste. Und für mich vom Gefühl her war es noch relativ früh, aber es ist wirklich so, ne? Ein Tag im August ist eine Woche im September. Ah ja, die gehen jetzt schon runter. Ja, im Prinzip so sieht die gesamte Zwischenfrucht nach Weizen aus, überall. Bis auf, ja, die nach Gerste sieht natürlich bombastisch aus. Da sind richtig Tonnen, die da inzwischen auf dem Hektar gewachsen sind. Deswegen war ja auch meine Idee, nach der Gerste die Zwischenfrucht zu machen und nach dem Weizen den Raps zu stellen. Und das hat, ja, funktioniert eigentlich, glaube ich, ganz gut. Sonst nimmt man doch lieber nach der Gerste den Raps, weil man ein bisschen mehr Zeit hat. Aber ich sag mal, mit diesem Verfahren, mit Strip-Till und so, ist man doch schon schneller. So, hier Ausfallraps von vor ein paar Jahren anscheinend. Hier war auch so eine Stelle, hier lag in Zuckerrübenberg vor ein paar Jahren. Das ist immer noch eine andere Struktur da auf dem Acker. So, Leute, das war jetzt erstmal hier eine kleine Mischung aus Vlog und AKF. Jetzt ist schon wieder 11:30. Ich wirke heute auch so gestresst, oder? So auf schnell. Ich wollte euch hier gar nicht stressen heute im Video, Leute. Macht ruhig, macht auf entspannt. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Also, ja, wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob ich heute Abend vlogge, aber Livestreamen bin ich heute auf jeden Fall. Heute Abend bei der Aussaat. Ich habe euch ja eigentlich alles eben schon gezeigt. Oh, was ich auch noch, ich habe Let's Drive, ne? Ich wollte bei Let's Drives aufnehmen, bei MySex hab gedacht, ja, mach's bei Ole. Da habe ich Nico das gegeben. Nico hat es ja vom Silo schieben gemacht, hat aber keine Speicherkarte mit. War die Speicherkarte voll, kein Laptop, kein Kartenlesegerät. Na ja, gut, von der GoPro hätte ich es auch übertragen können. Na ja, gut, da ist man immer schlauer. Und jetzt habe ich gedacht, machst du es beim Gras. Dann hatte ich die zweite GoPro nicht mit. Diese hat hier so viel Ärger gemacht. Dann einen Tag den Kopfgurt vergessen. Also, es soll nicht sein, Leute. Es soll einfach nicht sein. Also, häckseln gibt es dieses Jahr kein Let's Drive. Aber wir es beim Dreschen kriegen wir da wohl hoffentlich noch was drin haben. Es gibt dir Mühe. Leute, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und ich glaube, erstmal haben wir alles gesagt. Wird spannend. Es bleibt spannend. Jetzt ganze Gedresche. 1000 spannend, Junge. Was ist denn 1000 spannend für eine Einheit? Aber es ist 1000 spannend, Leute.